Ich bin mit dem Auto in die Stadt gefahren, hab geparkt, das Kfz abgeschlossen und geh los, um Besorgungen für meine Frau zu besorgen. Und nach ein paar Metern fange ich an zu überlegen, ob ich auch das Auto richtig abgeschlossen habe. Und obwohl ich weiß, dass ich es richtig abgeschlossen habe, nach der Zweifel so lange in mir, dass ich nochmal zurückgehe, um zu kontrollieren, ob ich es richtig abgeschlossen habe. Um dann vor Ort festzustellen, dass ich es richtig abgeschlossen habe. Nee? Ich meine, wenn einem sowas mal einmal passiert, kein Thema, nee, müssen wir nicht drüber reden. Aber ich bin so ein Kandidat, da kann das vorkommen, dass er 6, 7 Mal zu seinem Auto zurückläuft, um zu kontrollieren. Ja, dann kommst du nach Hause und die Frau sagt, Herbert, wo sind die Besorgungen? Nee? Ja, und da kannst du nur noch sagen, Besorgungen, Besorgungen. Ich höre immer nur Besorgungen. Ich muss ja nur gucken, ob dein Auto richtig abgeschlossen ist. Sicherheit geht vor. Nee? Dabei ist die mit ihren Herdplatten auch nicht viel besser. Aber wie gesagt, ich habe einen Streifen mitgemacht. Pass auf. Wir waren unterwegs gewesen für langes Wochenende nach Holland. Nee? Also Samstag, Sonntag. Nee? Ja, das ist ja von uns vom Ruhrgebiet. Nee, wem erzähle ich das? Katzensprung entfernt, bist du da. Jetzt waren wir unterwegs auf der A40 Richtung Venlo und auf der Höhe von Duisburg sagte meine Frau, Herbert, hast du den Herd ausgemacht? Ich sag, wie? Ich weiß ja noch nicht mal, wie der angeht, ne? Warum sollte ich den denn dann ausmachen? Ja, meine Frau hat sich nämlich, muss ich dazu sagen, von meinem Geld hat die sich so einen teuren Induktionsherd gekauft. Weißt du, so was Hochmodernes. Wo du alles mit der Flossen auf der Herdplatte bedienen musst, ne? Was ja früher streng genommen verboten war. Auf jeden Fall hat die mich so verunsichert, dass mir nichts anderes übrig blieb, als auf Autobahn zu wenden und wieder nach Hause zu fahren, ne? Ja, was stellte sich bei der Kontrolle raus? Der Herd war natürlich aus. Wir wieder losgefahren. Jetzt hatten wir endlich bis kurz über die Grenze geschafft. Da fing die schon wieder an, ne? Mit dem Herd. Ja, sie wäre sich nicht sicher, ob sie bei der Kontrolle nicht aus Versehen auf das Bedienfeld gekommen wäre und ihn angemacht hätte. Ich sag, Guste, das kann doch alles nicht mehr wahr sein. Ja, Leute, was sollte ich machen? Ich wieder gewendet, wir wieder zurück. Ne? Als sie dann in die Wohnung ging zum Kontrollieren, sagte ich noch, Guste, nur gucken, nicht anfassen. Ne? Ja, was soll ich euch sagen? Der Herd war natürlich aus. Wir wieder losgefahren. Jetzt hatten wir endlich geschafft, am Nachmittag in eine Pension einzuchecken. Ich sag zu meiner Frau, ich sag, Guste, ich geh noch mal kurz vor die Tür. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Auto richtig abgeschlossen habe. Aber weißt du was? Da fing die schon wieder mit dem Herd an. Ich sag, Guste, du hast den doch gar nicht angepackt. Da sagte sie ja eben, dann wüsste sie ja gar nicht, ob der angewiesen wäre. Ich sag, boah, hör mal, du kannst einen bekloppt machen, ne, mit deinem Herd. Da sagte sie, da musst du gerade sagen, mit der ständigen Abschließerei von deinem scheiß Auto. Ich sag, ach, mein scheiß Auto, mein scheiß Auto. Ich sag, wenn wir das scheiß Auto nicht hätten, da könnten wir gar nicht ständig hin und her fahren, um deine scheiß Herdplatten zu kontrollieren. Ja, hör mal. Leute, da hatten wir uns mal wieder so richtig in der Wolle. Weil das Ende vom Lied war, wir sind noch mal nach Hause gefahren. Da haben wir uns beide vor den Herd gestellt, die Flossen draufgehalten, das Scheißding war natürlich aus. Ne? Ja, jetzt war das durch die ständige Hin- und Herfahrerei schon so spät geworden, dass das mit dem langen Wochenende gar keinen Sinn mehr machte. Aber wir mussten ja noch mal zurück. Unser Gepäck stand ja noch da. Und wir mussten ja noch bezahlen und auschecken. Hör mal, und auf eine endgültige Rückreise haben sie uns an der Grenze angehalten. Wir wären durch unsere ständige Hin- und Herfahrerei auffällig geworden. Und ob wir Drogen dabei hätten. Ich sag, ja, Herr Zollmeister, schön wert. Da wäre das Ganze hier besser zu ertragen. Hör mal, weißt du was? Da haben die Hajos uns gefilzt. Leute, und dann haben die bei mir, das habe ich doch gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, noch aus den 60er Jahren, wo ich mal einmal als junger Mann in Amsterdam gewesen bin, in der Absatzsohle vom Schuh so einen ganz kleinen Krümelchen Haschisch entdeckt.
Hör mal, da haben die mir die ganze Karre auseinandergeschraubt. Weißt du was? Jetzt schließt er nicht mehr richtig. Ja. Ja, Leute,